50, er hat gelockte, lange graue Haare und trägt einen blau-schwarzen Neoprenanzug, um die Hüften einen Bleigürtel. Abstruse Rechenaufgaben zu lösen, an- und wieder ausschalten. Ja, also im alltäglichen Leben denke ich nicht an die Zahlen. Also ich kann das einswitchen, auswitchen. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich 3x4 mit dem Taschenrechner gerechnet habe, bis ich dann realisiert habe, hoppla, ich kann sie einfach. Ja, willkommen in Elmas und meiner Welt. So machen wir das. Ich muss eins noch erzählen, Kiwi, das ja. Finde ich ganz spannend. Das ist ja jetzt unser Rekord Nummer 3. Ja. Alex hat ja eben diese 12 Tore erzielt und er hat damit den Rekord im Guinness-Buch geknackt. Oh la 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 la. Ist das nicht stark? Sehr, ganz stark. Das finde ich auch. Ja. Okay. Du musst jetzt einmal. Rüdiger steht mit Kiwi und Elmar am Pool. Verrückt. Ich muss das jetzt fragen, obwohl meine Kollegin Nihal. Nihal. Gesagt hat, frag die Frage nie wieder. Wie geht das? Wieso kannst du das? Was passiert da im Kopf, wenn wir sagen, meinetwegen 77 hoch 5? Was passiert bei dir, was bei Elmar und mir niemals passieren wird? Woher weißt du, dass das bei mir nicht passiert? Ich sehe das. Die gähnende Leere hinter der Stirn. Also das sieht bei mir im Kopf ein bisschen aus wie der Bildschirm beim Terminator. Das heißt, ich kann auswendig gelernte Zahlenteile als Werkzeug zum Rechnen benutzen. Da kommt zum Beispiel eine Zahl links runter, eine andere Zahl rechts runter, die kann ich zusammensetzen, mit anderen Zahlen vergleichen, dann damit rechnen. Das sieht dann aus wie so eine Art Matrix. Aha, aha, aha. So, jetzt erklärst du mal genau, was Rüdiger vorhat. Und wir machen eine Trockenübung, denn das Ganze findet im -2 Grad warmen Pool statt. Wenn kein Wind ist, bildet sich sofort eine Eisfläche. Tut mir leid, Rüdiger. Rüdiger hat eine lilane Schwimmbrille vor der Stirn oben. Ja, das Wasser ist eisekalt. Das ist, glaube ich, echt ein Problem auch beim Luftanhalten. Ja. Das ist im warmen Wasser viel, viel einfacher. Ja, das ist ein Riesenproblem. Also es ist schon schwierig, das zu rechnen. Aber unter Wasser die Luft anhalten, das Gewicht drückt und dann noch gefühlt einstellige Temperaturen, da verkürzt sich die Zeit beim Luftanhalten um mindestens die Hälfte. Umso schneller musst du rechnen. Aber er schafft das. Klar. Er wird das schaffen. Beschreib mal. Also, er hat 60 Sekunden Zeit, um 6 Aufgaben zu rechnen. Ja. Wenn er 4 richtig löst, ist die Aufgabe sozusagen bewältigt, steht der Rekord. Das heißt, wir werden nachher dem Rüdiger, wenn er unter Wasser ist, Tafeln anreichen mit Zahlen, mit zweistelligen Zahlen, mit der Potenz hoch 5. Und er wird dann das richtige Ergebnis dort notieren. Wir bekommen die Tafeln zurück und lösen dann auf. Ich werde währenddessen an meinen Rechner gehen und werde natürlich kontrollieren, ob diese Zahlen richtig sind, die Rüdiger uns dort aufgeschrieben hat. Rüdiger, und da bitte ich dich, weil ich ja der Schiri hier bin, dass du die Zahlen auch wirklich deutlich notierst. Nur das, was wir wirklich lesen können, können wir logischerweise auch bewerten. Ich weiß, wir wissen, dass das für dich Pillepalle ist. Aber das ist das, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind echt streng. Wenn eine 7 aussieht wie ein Apostroph, dann würden wir beide privat sagen, okay, ordentlich schreiben. Ich werde mein Bestes geben. Das ist natürlich die nächste Schwierigkeit. Ordentlich aber schreiben. Ja. So. Und wir wollen jetzt mal eine Trockenübung machen. Ja. Kiwi, eine Zahl bräuchten wir von einem Zuschauer, damit wir mal irgendeine Zahl auswählen können. Genau. Du machst oder? Es. Ja. Ich mach das. Ja. Kann mir jemand eine zweistellige Zahl nennen? Die 23. Die 23. Und es sind immer die hoch 5 Potenzen, ja? Ganz genau. Jetzt notiere ich. Jetzt nehme ich mal die Zettel hier. Also Sie stellen sich vor, Rüdiger wäre jetzt unter Wasser. Die Assistentin reicht ihm die Tafel. Zuschauerinnen und Zuschauer haben uns vorher die Zahlen genannt. Das kriegt Rüdiger gar nicht mit. Und Sie sind gleich live dabei. Sie werden es erleben. Es wird nicht geschummelt. Dann wird ihm die Tafel gereicht. Dann würde ich dem Rüdiger einmal die Tafel geben. Gesehen, ne? Vielleicht einmal zeigen. Wir haben die 23 aufgeschrieben. Dreh dich ruhig mal rum. Wir können nicht gerne mal von hinten sehen. Und jetzt schreib mal auf, wie du es machst. Bleib ruhig so stehen, blick nach da. So, Tom. Rüdiger blickt Richtung Pool. Wir haben jetzt nur den Rücken im Bild. Die Kamera schwenkt auf die Tafel. Er schreibt die Zahl auf. Mit einem schwarzen Stift. 6.436.343. Okay. So. Tja. Und das würde ich dann überprüfen. Gehe zu meinem Taschenrechner. Elmar geht zu einer weißen Stele, dort in einem Glaskasten ein Tablet mit einem Taschenrechner darauf. Ergibt die 6.436.343. Richtig! Die Zahl wird in weiß auf der grünen VD-Wall eingeblendet. Okay. Jetzt vielleicht noch die Frage auch an dich, Rüdiger. Ist eigentlich eine kleine zweistellige Zahl für dich leichter zu lösen als eine hohe? Wir kommen ja irgendwann in den Bereich, wo wir 9, wo wir 10-stellige Zahlen haben werden.
Ja, eine kleine natürlich mit 7 Stellen ist natürlich leichter und vor allem man hat es einfacher, weil man weniger Ziffern schreiben muss. Okay. Gut. Okay. So, ich nehme Rüdiger mit nach hinten und frage auf dem Weg dorthin nach 6 Zuschauern, die Elmar gerne assistieren möchten, die Gelegenheit, Elmar mal ganz nahe zu kommen. Die Tafeln sind weiß mit grüner Umrandung und ca. 50 x 30 cm groß. So, wer hat Lust für Rüdiger? Genau, Sie, kommen Sie ruhig. Und Elmar, die kommen zu dir, die Zuschauer? Sehr rechts gerne. Ist nun der Pool, ja, links das Publikum. Gut. Auf die Aufgabe, vierstufigen Amphitheater-ähnlichen Rängen, die sich einmal um den Pool genau, herumschwängen. Zwei Assistenttaucherinnen sind nun mit pink-schwarzen Neoprenanzügen mit in den Pool gestiegen. Und einige Zuschauer kommen nun mit Mund-Nasen-Schutz das ist kein Problem. Zu Elmar. Es ist hier doch eine zweistellige Zahl auf Tafel Nummer 1. Wir werden die Zahlen logischerweise nicht verraten, weil ansonsten rattert es bei Rüdiger schon sofort los. Das ist Tafel Nummer 2. Ihr seht einen Stift vor der Tafel. Eine Zuschauerin hat 57 hoch 5 geschrieben und ein Mann mit Jacke, die die Farben, die Abbildung der amerikanischen Fahne hat, schreibt nun 15 hoch 5. Ich schau mal da hinten, das ist gut, das ist gut. Ein nächster Zuschauer 11 hoch 5. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Rüdiger. Eine Kandidatin 19 hoch 5. Und die letzte Kandidatin 63 hoch 5. Nee, die vorletzte. Und beim letzten 44 hoch 5. Die letzte Kandidatin mit blonden langen Haaren. Alles andere auszublenden, in dem Fall dann eben ruhig auf der Erde zu sitzen und die Matheaufgaben zu lösen, aber nicht sich ablenken zu lassen durch gefühlte Atemnot oder was immer. So, das Publikum, euch 6, darf ich schon mal wieder bitten, zurückzugehen, denn dann sammle ich auf der anderen Seite. Die Tafeln stehen alle einzeln auf weißen Stelen, pro Stele eine Tafel. Anreichen. Es sind Elmar sammelt nun die Tafeln ein. Zweistellige Zahlen, das Ganze mit der Potenz hoch 5. Und dann komme ich gleich zu Kiki. Rüdiger ist auf der linken Seite im Pool, links und rechts von ihm die Assistenttaucherinnen. Okay. Und dann geht's los. Okay. Und dann bin ich gespannt. Kiki. Ich auch. Ja. Sag noch mal ganz genau, Elmar, wie lange, wie viele Aufgaben? Es sind 6 Aufgaben, die maximal zu lösen sind. Er hat 60 Sekunden Zeit dafür. Ich darf die Tafeln jetzt schon mal anreichen. Vielen Dank. Elmar atmet tief ein, schaut konzentriert nach vorne. Die Luft ausbleibt, früher auftaucht, natürlich. Ist natürlich der Rahmen gesprengt, ist die Zeit vorbei. Dann werden wir die Aufgaben werten, die er bis dahin gelöst hat. Gut, okay. Okay, und sobald Rüdiger die erste unten rechts Tafel eingeblendet, die bekommt, Zeit, eine Minute, weiße Zahlen startet, auf grünem startet Grund. Die Zeit, startet die Minute. Rüdiger ist sozusagen seine eigene Uhr, sein eigener Countdown. Schön konzentrieren, alles geben. Und das ist irgendwie auch cool, wie der jetzt in seinen Tunnel gerät, wie der jetzt in voller Konzentration ist. Konzentriert schaut er nach vorne, fässt sich nochmal an die Schwimmbrille. Die Taucherin links neben ihm hat die Tafeln in der Hand. Haben einen Bleigürtel an, damit bleibt er schön unter Wasser und muss nicht rudern. Elmar und Kiwi stehen auf dem Poolsteg. Und heute kommt die Nervosität natürlich mit dazu. Gestern war Probe, gestern war Kirmes. Heute gilt's. Zuschauer gucken zu. Und ab. Okay. Rüdiger schaut konzentriert nach vorne und taucht nun ab. Und wir hoffen, dass er das schön sauber aufschreibt, dass wir das gut lesen können. Das ist natürlich alles. Die Assistenttaucherin hält ihm das erste. Die erste Tafel vor, die hat er nun ausgerechnet. Er ist nun bei Tafel Nummer 2. 15 Sekunden sind um. Auch die hat er geschafft. Die dritte Tafel wird nun ausgerechnet. Noch 38 Sekunden. Ich bin gespannt, wie lange er da unten bleiben kann, auch in Ruhe agieren kann, in Ruhe rechnen kann. Auch Tafel 3, die ist gerade, hat sich gerade etwas verhakt mit der vierten Tafel, aber 3 hat er ausgerechnet und noch 23 Sekunden. 40 Sekunden unter Wasser. Viel besser als gestern. Viel besser als gestern. Komm, eine schaffst du noch, Rüdiger. Jawohl, nicht aufgehen. Gut. Er ist nun bei der letzten Tafel und 10 Sekunden hat er noch. Genau. Er hält das durch. Er sagt normalerweise, Gott, im warmen Wasser halte ich die Luft so 3 Minuten. Die Assistenttaucherinnen haben einen Schnorchel. Ich mir gerade am meisten Sorgen. Ich mir auch. Hat gerade ein bisschen weggewischt. Gut, Rüdiger, ja! Wow. Und er hat die letzte Tafel ausgerechnet und ist dann in letzter Sekunde hochgekommen, um Luft zu holen.
So, er schaut ernst und freut sich. Und guck mal, wie ordentlich geschrieben. Okay. Er schlägt mit der rechten Faust zweimal ins Wasser. Superklasse, superklasse. Sehr, sehr gut. Kommt zu uns, wenn das schon wieder geht. Ich glaube, ja. Ich gehe die Täfelchen schon mal aufstellen, Kiwi. Du gehst aufstellen, ich warte auf Rüdiger. Seine Frau ist da, die ist natürlich begeistert. Und ich hole ihn ein bisschen ab. Gott. So, das ist Tafel Nummer 1. Elmar hat nun die Tafeln zurückbekommen von den Assistentinnen und stellt diese nun auf die einzelnen Stelen, die halbkreisförmig angeordnet sind, vor dem Pool auf. Brauchst du einen Bademantel, Rüdiger? Geht so? Ist nicht kalt? Okay, gut. Wasser war kalt. Komm ruhig näher. Ich darf ja mit dem Mikrofon an Rüdiger eigentlich gar nicht ran. So, erzähl mal. Hast du schon dieses Vibrieren im Zwerchfell gemerkt? Oder war noch gut Luft? Also es war an der Grenze. Gut. Ich habe mir vorgenommen, 5 zu schaffen. Mhm. Und mit Mühe und Not habe ich noch 6. Jetzt schauen wir mal, ob sie richtig sind und ob sie deutlich beschwindet sind. Genau 60 Sekunden. Genau 60. So, wie es sein sollte. Keine Sekunde länger. Okay, wir stehen hier. Gut. Und Elmar übernimmt. Genau, ich stehe hier am Rechner. Die erste gute Nachricht ist, die Zahlen sind gut leserlich. Jetzt müssen die Ergebnisse halt noch stimmen. Das ist vielleicht das etwas größere Problem. Gott. Ich tippe ein. Tafel Nummer 1 war die 57 hoch 5. Das Ganze ergibt 601.692.057. Und das ist richtig! Und das ist richtig! Die Zahl wird mit einem Splitscreen gegenüber der ausgerechneten Zahl von Elmar im Bild gezeigt. Rüdiger, oben die gerechnete Zahl und unten die geschriebene Zahl von Rüdiger. Oh, vielen Dank, Kiwi. Auch die aktuelle Zahl stimmt. 375. Richtig! Auch Aufgabe Nummer 2 gelöst. Und jetzt war einer der Zuschauer so nett und hat gesagt, komm, dann nehme ich halt die kleinste zweistellige Zahl oder die zweitkleinste, dann nehme ich die 11. Also 11 hoch 5, das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie, das macht er nachts, wenn er schläft. 161.051. Das ist die dritte richtige Antwort. Damit fehlt Rüdiger noch eine richtige Antwort. Und Aufgabe Nummer 4 war die 19 hoch 5. Und das ist das Ergebnis? 2.476.099. 99. Und damit hast du den Rekord auf jeden Fall hier aufgestellt. Aber wir wollen auch die letzten beiden Aufgaben. Rüdiger ballt die Fäuste und lacht. Hoch 5. Schnell eingegeben, ergibt 992.436.543. Wahnsinn. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Diese neunstellige Zahl in 2 Nanosekunden kurz gelöst. Letzte und damit 6. Aufgabe, die 44 hoch 5. Und das ist die letzte Zahl, die Rüdiger uns nennen wird. 164.916.224. Rüdiger! Alle 6 Aufgaben sind gelöst. Geschafft, 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 geschafft. Er ballt nochmal beide Fäuste und schaut nach unten. Er kommt nach vorne zu einer Stele, auf der ein goldener Rechenschieber aufgebaut ist. Auch auf wieder diesem weißen Sockel. Er nimmt diesen und hält ihn in die Luft. Rechnungen unter Wasser. Und ich bin so froh, dass die auf diesem oben noch weiße Ziffern angebracht. 35 hoch 5. Picobello geschrieben. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Danke den Zuschauerinnen und Zuschauern für die Zahlen und für dich. Ich würde, aber es ist so kalt. Kniefall. Kniefall, toll gemacht. Applaus für Rüdiger. Kiwi verbeugt sich vor ihm. Und der Song ist jetzt für Rüdiger ganz...